Heute wird's laut. Heute wird's noch lauter. Und heute gewinne ich mit Sicherheit. Kindergärtner für eine Stunde. Ich glaube, Kindergärtner sein ist viel schwerer, als man denkt. Los geht's. Hier musst du sie eine Stunde bespaßen. Ich werde jetzt auf dem Boden eine Linie ziehen. Was machst du denn? Das sieht aus wie ein Penis. Psst, ja, das ist im Kindergarten. Ja, eben, und da machst du sowas. Deine Seite, meine Seite. Hier kommen gleich 6 Kinder rein, die diese Linie nicht übertreten dürfen. Tun sie das, hast du sofort verloren. Weinberg, was erzählst du da für geile Stories? Ja, geil. Ja, ich brauch noch ein Spielzeug oder irgendwas. Ich muss da irgendwas mit denen eine Stunde machen. Weinberg, du hast Glück. Ich habe deine Mutter besucht und habe Spielsachen aus deiner Jugend geholt. Hier kann Onkel Mein ein bisschen Musik machen. Damit halte ich sie 30 Sekunden auf meiner Seite. Die Kinder werden mich lieben. Ja. Bist du bereit? Dann warne ich sie mal vor, okay? Siegessicher bin ich heute. Sag Koffer nicht zu. Es wird Zeit für die kleine Armee. Alle auf der Seite bleiben, alle hier auf der Seite bleiben, auf der Seite, ganz wichtig. Und jetzt setzen wir uns erstmal hin. Schön, dass ihr da seid. Heute ist ganz einfach. Wir sind die Guten und der ist der Böse. Keiner von uns darf über die rote Linie. Und wir wollen nicht verlieren, oder? Wir wollen gewinnen. Ja! Gewinnen! Ja! Ja! Ihr könnt jederzeit zu mir rüberkommen, weil bei mir macht's Spaß. Das erste Spiel, was wir spielen, das spielen wir die ganze Zeit. Das ist sozusagen das Dauerspiel. Wisst ihr, was Lava ist? Da ist die Lava. Da dürfen wir auf keinen Fall drauf. Marc hat als einziger Anti-Lava-Schuhe an. Meinberg hat keine Chance bei dem, was da noch kommt. Ich bin ein kleiner Hamster. Komm mal schnell her. Komm, hier. Will jemand von euch mal dieses coole Hamsterkostüm anprobieren? Ja. Aber dann müsst ihr hier rüberkommen. Nee, das geht nicht. Da müssen wir über die Linie. Schau mal, haben wir dann alle verloren. Schau mal, da kann man so richtig cool tanzen. Was? Ja, vergiss es, so ist es. Ja, Mist, hat nicht so gut geklappt. Max sieht dir aus wie der letzte Lappen. Ich weiß nicht, was er sich bei dem Kostüm gedacht hat. Hinter euch beiden, da steht so ein Koffer. Wollt ihr da mal reinschauen? Sollen wir mal reinschauen? Ja, schau mal rein. So. Mann, wer hätte gedacht, dass das Koffer aufmachen das Spannendste ist? Bälle, Würfel und guck mal. Hallo, ich bin der Marc. Ich bin total unlustig. Außerdem sehe ich nicht so schön aus, oder? Ähnlich viele Lacher wie sonst bei deinen Gags, Meinberg. Ähnlich viele Lacher. Stark. Wie sieht's eigentlich aus? Wann habt ihr zuletzt was gegessen, Kids? Gib mir Schokolade. Yeah, lecker Schokolade. Das ist gemein, oder? So viele Leckersüßigkeiten. Das ist gemein. Da sieht man mal, was Marc für ein Spitzenpädagoge ist. Was fällt ihm ein? Ja, das einfachste Mittel, Süßigkeiten. Die essen wir. Genau, das ist die richtige Antwort. Einfach abschießen. Ja! Stopp! Immer drauf! Aber Alter! Genau! Immer drauf! Aua! Meine Kinder reagieren auf sowas nicht. Die wissen, dass es ungesund ist. Richtig. Oh. Das war sehr gut, aber riskant. Lass uns kurz wieder hinsetzen, ihr Lieben. Werden sie langsam rüber. Oh. Pass da bloß auf, du. Es darf einfach nicht zu wild werden. Wenn die mir da so rumhopsen, dann zack, ist einer über der Linie. Also jetzt müssen alle erstmal wieder ein bisschen runterkommen. Oh, 6. Ich bin Kinderfreund. Und was soll ich sagen? Es wird Zeit, diese kleinen Äuglein mal funkeln zu lassen. Schaut mal schnell her. Ich zeige euch kurz, was ich hier drunter habe.
wenn ihr das zu mir ist ja rüber, wohl. Wenn also. Ihr, wenn ihr rüberkommt, dann schenke ich euch das. Das ist eine richtig fiese Aktion. So krasses Spielzeug verschenken. Was soll ich denn machen? Ich stehe mit leeren Händen da. Ich muss halt irgendwie das Blaue vom Himmel versprechen. Es ist völlig klar, das ist alles nur ein Trick. Schaut mal, wie cool. Wenn wir das hier zusammen gewinnen, dann gibt es natürlich für euch eine viel größere Überraschung als das, was da das steht. Das stimmt doch gar nicht, doch. Mein Merken. Was willst du denn? Das stimmt. Oh Gott, und dann fallen diese kleinen Kinder da auf diesen Trick rein, diesen billigen Trick. Sag am besten noch, du bringst sie alle ganz groß raus, so wie du das sonst auch immer machst. Ich bring euch alle ganz groß raus. Ihr kommt alle ins Internet. Das sind ja moderne Kinder und ich denke, da kann man mit einem Smartphone so einiges ausrichten. Das ist Snapchat, kennt ihr das? Ja, ich kenne das. Da kann man so, jetzt... Dann kannst du mal lustige... Das machen wir jetzt. Aber das ist Lava. Ich sehe nichts. Das ist keine scheiß Lava. Wer möchte anfangen? Ein Bombenspiel? No. Kommt zu mir rüber. Nein, 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 nicht rübergehen. Nicht. Das Ding muss jetzt weg. Jetzt wollte Marc uns das Handy wegnehmen. Habt ihr das gesehen? So sieben aufgekratzte Kinder, das ist wie auf einem Pulverfass, auf dem du sitzt. Das kann jederzeit hochgehen und dann ist alles vorbei. Ja. So, das ist mir alles zu gefährlich. Alle mal einen Schritt weiter Richtung. Und dann habe ich es zum ersten Mal gehört. Nein, doch. Ja, nein, doch. Ja. Das ist meine Chance. Ich komme jetzt gleich mit was rein. Das ist das Coolste, was ihr je gesehen habt. Das könnte gleich richtig schief gehen. Kommt mal zu mir, jetzt machen wir Teambesprechung. Okay, es muss klappen. Noch ein paar Minuten, es sind nur noch ein paar Minuten, dann haben wir gewonnen. Bisher war alles spaßig und lustig. Aber jetzt wird's Zeit, das Spiel zu beenden. Oh, ich fürchte, jetzt kommt der Trick. Jetzt kommt der Trick. Oh, schaut mal. Ein kleiner Babyhund. Das ist gemein, oh, oder? Wer will ihn in der Hand halten? Ich. Ja, kommt schnell. Denkt an, was ich gesagt habe. Wir müssen nur noch ein paar Minuten. Das ist jetzt der Moment meines Lebens. Wenn ich es schaffe, gegen ein süßes Hundebaby zu gewinnen, dann was soll mich da noch aufhalten? Schaut mal, wie süß der ist, der Kleine. Schaut mal, wie süß. Wir dürfen auch nicht mit der Hand darüber oder so. Okay, dann gehe ich jetzt. Dann dürft ihr. Ja, weil er mit euch spielen will. Ciao, ich hätte so gern mit euch gespielt. Winke, winke. Unerträglich. Tut mir leid, dass ich nicht mit euch spielen kann, ja. Dann bin ich halt jetzt weg. Tschüss, Mopsi. Oh. Tschüss, Idiot. Marc, darf ich vorstellen? Die Kindergarten Big Band und bitte! Noch eine Minute, Leute, noch eine Minute. Wir geben noch mal alles. Gib noch mal alles. Was jetzt passiert ist? Wir haben gewonnen! Yeah! 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 Die Lava auf der anderen Seite ist kalt. Ihr dürft alle rüber an die Schokolade. Oh Mann. Ah. Geht's euch gut? Geht's euch gut? Wenn's euch auch gut geht nach diesem Video, dann lasst unbedingt ein Abo da für unseren Kanal. Und wenn ihr sehen wollt, wie das war, als so eine Rasselbande bei der Ari zu Hause eingefallen ist, dann schaut euch mal diese Strafe an.